Wir werden gucken, was uns noch so erwarten wird. So, hallo, wir sind jetzt hier in Spanien, Barcelona und wir hatten eine 20-Stunden Busfahrt hinter uns. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche von meinen Mitschwänzen in irgendwelchen Raum jetzt hier sitzen und mir zuhören, wie ich gerade einen Vlog mache. Und ja, wir sind jetzt endlich im Hotel angekommen. Ich habe euch mal ein bisschen was von hier gezeigt. Und jetzt werden wir uns mal Barcelona mal ein bisschen hier näher angucken gleich. Ich habe noch ein bisschen Schiss, mein Portemonnaie und sowas mitzunehmen, aber ich habe jetzt einfach nur Geld. Ja, keine Vordertaschentuch. Ja, die Vorder-, ja, ich weiß, aber ich. Und du hast alles Geld auf einmal mitnehmen. Bruh. Ich weiß, ich habe nur 30 Euro jetzt mitgenommen. Und ja, wir werden einfach morgen gucken, ob ich mich traut hätte, wieder alles mitzunehmen. Weil ich habe jetzt so das Handy dabei und ich habe jetzt schon beim Handy Schiss, dass es schon gestohlen wird. Gehen wir nach oben oder wo? Ja, wir können nach oben gehen. Ich könnte ja mal oben noch mal ein bisschen was zeigen. Ich weiß, oben waren wir noch gar nicht. Also war ich nicht. Wahrscheinlich. Und ja, wir haben schon die Zimmer alle schon inspiziert. Die Zimmer sind verdammt, sagen wir mal, eng. Wenig Platz, 6 Leute und so. Und ja, ich habe schon geduscht, mich umgezogen. Die Busfahrt habe ich auch natürlich ein bisschen mitgefilmt, wie ihr gesehen habt. 19 Stunden, Leute, 19 Stunden. 19 Stunden ist schon krass, verdammt, ey. Mann, ey. Eigentlich hast du so große Spiele. Oh, da ist der Louis. Der Salman. Da bitte. Bruh. So, meine lieben Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum und wir gehen hier gerade durch die Altstadt. Also wir sind durch die Altstadt gegangen, haben da mal ein paar Souvenirs geholt. Ich suche immer noch verzweifelt nach einem Hut, wo Barcelona drauf steht, und ich suche noch einen Geburtstagsgeschenk für meinen Alter, die Gondel. Und ja, mal gucken, was uns jetzt hier noch so Spannendes erwarten wird. Ich meine, guckt euch diesen Scheiß mal an. Mega hier. Ja, es ist schon nicht schlecht. Ich meine, ich könnte zwar hier nicht wohnen, aber mal gesehen haben muss man's. Damn. Also hier könnte man für meiner Seite, aus meiner Seite aus nicht leben, weil es ist einfach so ein großes Chaos hier einfach. Allein die Autofahrer hier müsste einer nicht anschauen. Das stimmt allerdings, ich könnte hier niemals Auto fahren. Die Leute, die hier ihren Führerschein machen, Respekt. Und das, die zwei sind da geile Arschlöcher, weil die über eine rote Ampel gegangen sind. Guckt euch die beiden mal an. Da sind voll viele Leute, sagt die beiden. Wenn ihr die zwei, wenn diese zwei dieses Video sehen werden, dann bringt Spaß. Ja, wir sehen uns halt später wieder, ne? Tschüss! Tobi ist beeindruckt. Hey Leute! So, ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal diesen Vlog, also jetzt nicht das Video hier komplett, sondern wir werden jetzt mal den ersten Tag hier und dann mal gucken, was wir am zweiten, dritten, vierten, fünften Tag so alles erleben werden. Ich will alle spannenden Sachen nochmal aufnehmen. Ich habe euch nochmal ein bisschen was von Barcelona gezeigt, zusammen mit den beiden. Und wir haben uns mal gedacht, dass wir unseren Abschluss mal von diesen zwei Springbrunnen hier machen, weil die einfach nur verdammt geil aussehen. Also Leute, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, fahrt nach Barcelona. Es ist definitiv wert. Definitiv wert. Wir haben hier so viele Sachen gekauft, vor allem Monster für 1 Euro zum Beispiel. Das ist krass hier. Und er hat einen Sax geholt.
Und ja, ich hoffe, ich zeige euch eh dann später noch mal ein paar spannende Momente. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Haut da rein! So, wir machen jetzt hier eine Stadtrundfahrt hier in Barcelona am nächsten Tag. Wir sind alle sehr gut drauf, vor allem der Typ hier. Und ja, wir werden jetzt mal Barcelona ein bisschen mehr hier angucken. Wir haben schon gestern ein bisschen rumspaziert, haben ja schon ein paar Bilder und ein paar Videos nochmal gezeigt. Und ja, wir sind alle natürlich sehr gut gelaunt hier. Und nicht müde. Was hast du abgeschmackt? Kein Spaß. Ja, dann zeige ich mal später noch ein paar Videos und wir sehen uns dann später wieder. Jetzt gerade auf einem unbekannten Berg. Sie möchte jetzt auch unbedingt ins Video kommen, deswegen starte ich das jetzt mal. Hier ist ein Vlog, achso. Ja, hier ist ein Vlog. Ja, hallo. Guten Tag. Das war's auch. So. Und ja, es sieht verdammt geil aus. Ich habe hier mal ein paar Aufnahmen, ein paar Bilder gezeigt und sie kann jetzt mal beobachten, wie ich das. Und. Ja, das ist ganz nett hier, ne? Ja. Ja. Ne? Alter, zieht euch einfach nur den Ausblick rein. Zieht ihn euch rein. Der Ausblick ist geil. Vor allem die Stadt da hinten. Nur leider können wir das jetzt wegen den ganzen Bäumen dann nicht sehen. Und ja, was halten Sie denn davon? Schon nett, ne? Schon nett, ne? Ne? Wir werden gucken, was uns noch so erwarten wird. Oh yeah. Und wegen der Sonne ziehen sich die Augen immer so zusammen. Das ist ein bisschen komisch. Und ja, gucken wir mal, was später uns so noch erwarten wird. Guten Tag, meine Volksgenossen. Wir waren jetzt gerade bei so einem Laden, das nennt sich Pants. Und das hat ein quasi. Es ist wie Subway, nur in besser. Also für uns beinahe, also für uns drei jetzt hier, ne? Das war unserer Seite aus besser als Subway und wo wir gerade von Subway sprechen. Leute, es schmeckt einfach besser, die Portionen sind größer und es kostet weniger. Das stimmt allerdings. Und aber du kannst es halt leider nicht komplett selber belegen, aber wen juckt das schon? Das schmeckt einfach verdammt geil dort. Das ist, wir haben richtig was gespart, denn für 8,50 Euro. 8,90 Euro. Also ich bin satt geworden. Also Leute, jetzt überleg mal. 8,90 Euro, 2 Sandwiches, 2 Getränke und eine Portion Pommes. Ist eigentlich läuft. Ja, läuft. Und es ist gerade ein bisschen laut, deswegen muss ich gerade ein bisschen lauter sprechen. Also bei uns sieht es folgendermaßen aus. Wir gehen gleich noch ein bisschen einkaufen hier. Gehen dann noch da also zu unserem Hotel und packen dann unsere Taschen
ziehen unsere Badeshorts ein, dann würde ich auch sagen, dann gehen wir auch direkt zum Strand. Ja. Und dann werdet ihr euch mal den Strand auch mal angucken. Und ja, Sommer, Sonne, Strand, ne? Bis dann. Haut da. Introduced her to my stove, showed her how to whip it, now she remixes it for low. She my track queen, let her hit the band go. Kor. So, Planwechsel. Wir gehen jetzt doch nicht zum Strand, sondern wir machen jetzt das Tanzvideo für den Davide hier, Twisted Shape und so. Ne? Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung hier. Da ist der Boy, der die Landschaft immer zeigt von sich. Das ist ein Insider, müsst ihr gar nicht wissen. Und ja, wir sind jetzt gerade hier auf dem Berg Montriga, keine Ahnung. Ritschö, keine Ahnung, wie der heißt. Und ja, wir gucken uns jetzt mal hier diese wunderschöne Landschaft an. Und dann deciden wir, wo wir das machen werden dann. Wir werden einmal diese wunderschöne Location hier vom ganzen Meer hier. Obwohl der David jetzt nicht wirklich davon. Es sieht geil aus, weil hier auch Glas ist, ein bisschen durchsichtiger. Mhm. Und man hat auch ein bisschen Stadt im Hintergrund. Es ist eine Scheiße, dass ganze Leute hier sind. Ja, und wir haben noch die andere Location da gehabt, was ich euch gezeigt habe. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wo wir das machen werden, ne? Leute, das sind Kakteen. Das sind richtige Kakteen. Guckt vor allem der da hinten. Seht euch doch mal den da an. What the fuck? Was zum Teufel ist hier los? Diese Kakteen hier einfach mal. Das ist krass. Und wir haben auch das Tanzvideo für David jetzt fertig. Wird demnächst mal auf unserem Kanal sein. Und da hinten steht der Boy. Und er drückt sich vom Video. Und ja. Es sind gelungene Tage hier in Barcelona, schon der zweite hier. Mal gucken, was wir noch so erleben werden. Ne? Bruh. Na, was halten Sie denn von der Kathedrale? Der Fug. Was halten Sie denn von der Kathedrale? Nein, einfach nein. Dieses nein. Nein. Die Kathedrale ist geil. Und nicht nein. Wir sind jetzt auf einem Schiff. 40 Minuten Fahrt. Hey. Boah, ich hab gar keinen Bock zurück nach Deutschland. So Leute, wir hatten eine Hafenrundfahrt gehabt, es war saugeil und er ist auch zum ersten Mal hier, also am Meer quasi. Und jetzt gehen wir mal zum Strand. Strandchiller. Ja, wir gehen jetzt mal zum Strand, zum ersten Mal jetzt hier mal und chillen dort mal, werden wir ein bisschen rumschwimmen. Danach müssen wir uns mit unseren Kameraden treffen
Was für ein Mogambo ist das? Und ja, mal gucken, wie es so sein wird. Wir werden euch noch mal ein paar mehr Bilder und Videos vom Stand mal zeigen. Und er interessiert sich eh nicht dafür, gar nichts. Der ist voll der Außenseite. Und ja, guckt euch mal diese geilen Palmen hier an. Ziemlich geil. Ne? Ja. Oh, er hat ja gesagt. Er hat ja gesagt. Wow. Ja, bis später, ne? Sehen könnt, sind wir jetzt gerade hier am Strand und es ist verdammt geil hier. Guckt euch mal diese Gebäude mal da an, es ist einfach nur verdammt geil hier. Wir waren nämlich schon vorne auf... Jetzt hat mich diese spanische... Kacke, naja, egal. Wir waren schon vorher im Meer drin, es war verdammt geil. Der Typ war jetzt zum ersten Mal im Meer. Und ja, mal gucken, ob wir da gleich schwimmen dürfen oder nicht, ne? Hoffentlich schon. Wir werden sehen. Fans. Überall Fans. Nicht weglaufen. Sie haben mir ein Interview versprochen. Ja, stimmt. So, wie finden Sie denn hier Barcelona? Ich finde Barcelona ganz wunderbar. Ganz tolle Stadt. Ganz viel zu sehen. Ganz tolle Atmosphäre. Das ist super. Das stimmt allerdings. Was hat Ihnen hier am meisten gefallen bis jetzt? So. Ich finde die Altstadt ganz toll. Ich finde das Essen ganz toll. Da kommen die Spanier, die haben es da raus. Und ich finde das Strand und Meer und gleichzeitig eine Innenstadt dabei, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Ist das Hotel, in dem wir gerade zurzeit wohnen, in Ordnung für Sie? Ja, das ist im Vergleich zu anderem, was ich schon habe. Gutes Hostel. Aber schwimmen dürfen wir leider hier nicht, ne? Das ist natürlich immer eine Sache, wenn ein Lehrer dabei ist, der selber kein Sportlehrer ist, sondern einen Schwimmschein hat, dann ist das nicht so einfach. Und hier haben wir die Lehrer. Forget the past, really I don't know today. Da sehen wir gerade ein Liebespaar vor uns gehen. Marvin ist schockiert. Michelle ignoriert mich einfach als kalt. Das kommt nicht auf YouTube. Du, sie übertreibt. So, wir waren jetzt am Strand und gehen jetzt mal wieder hier in der Stadt wieder rum. Wir gehen jetzt was futtern. Bei Pants. Bei Pants. For Friends hier Company, und so. Bitch. Und ja. Barcelona ist noch nicht vorbei. Morgen und Freitag sind immer noch Tage, wo wir was noch unternehmen werden. Morgen aber Leute, wir sagen euch schon mal eins, morgen wird es wahrscheinlich nicht ganz so viel geben, weil wir wahrscheinlich eh noch am Strand sein werden. Deswegen. Weil das morgen einfach mega. Wir werden einfach nein, nicht mein Handy nehmen, nicht mein Handy nehmen. Ja. Und ja, es werden jetzt halt weniger Videos kommen und so weiter, weil wir schon das größte Teil hier schon mal gezeigt haben. Ja, morgen noch mal eine Klosterbesichtigung. Mal gucken, was man da so zeigen kann und ja. Ich würde dann einfach mal sagen, ich übernehme jetzt mal das Kommando und sag mal bis morgen. Haut da rein, Leute. Bro. 'Cause I think you should go away. Don't know where you need to be. I don't know what you see in me, but I think that is ludicrous. Ludicrous, that's DTP. A fraction of your friction is feeding into addiction. Permitting my intuition doesn't suffer from division. My decision of revision has risen into a vision. Perceived like a position and thinking at a collision. Well, it's imminent. Go berserk up in this bitch. You would think that imminent. And I think about ending it, pretending it. Wie Sie sehen können. Sind wir verdammt hoch. Es ist krank, wir sind jetzt gerade auf dem Berg, wir sind gerade Richtung Kloster hier. Und es ist krass einfach. Wie ihr sehen könnt, wir können hier die Wolken sogar sehen. Es ist... What the fuck, bruh?
Ich halt mal ein bisschen zurück, meine Stimme ist jetzt. Und vor allem, er hat noch davor am Tag gesagt, er wird übernehmen, aber jetzt nicht mehr. Leute, das war, damit ihr das versteht, das war einfach nur für gestern Abend, damit wir endlich ein Ende finden. Ja, okay, so das viel stimmt. Gefilmt, das geht gar nicht. Ich habe so viel gefilmt und jetzt, boah. Was hier abgeht, das ist einfach abartig. Vor allem, das ist das erste Mal, dass die Sonne hier nicht scheint. Ja, wir haben Regen. Voll asozial. Ja, es regnet hier einfach. Das ist voll... What the fuck, man? What? Doesn't get to me, well, I'll address it right away. In every single second, every moment, every night and day that I try to convince you just to leave, but I think it's so simple that we've got to this crossroad, but I need to decide. So, wir sind jetzt hier gerade vor dem Kloster und gehen gleich. Ich weiß nicht, ob man dich sehen kann. Da muss ich ein bisschen was so. So, wir sind jetzt hier gerade vom Kloster, gehen gleich wahrscheinlich rein. Und nein, ich mache das Video gerade. Für YouTube. Wir gehen jetzt mal gleich rein und gucken an, wie es dann später aussehen wird, ne? 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 Es ist ziemlich geil hier, aber es regnet. You're the reason that I'm here, you're the reason that I'm gone, you're the reason that I'm right, you're the reason that I'm wrong, you're the reason that I love her, you're the reason that I hate her, you're the reason that I fuck her, you're the reason that I date her, you are everything I want, you are nothing that I need, you're just my fallback, you are nothing guaranteed. So, wie ihr sehen könnt, wir sind hier gerade momentan auf einer Aussichtsplattform hier auf Arenas. Es ist ein Einkaufszentrum hier in Barcelona und dort drüben wird ein Wasserspiel um 21:30 beginnen. Und wir werden mal gucken, wie das dann so später aussehen wird. Ich und mein Kompagnon ist ja auch dabei. Und ja, wir warten jetzt hier nochmal auf ein paar Freunde. Ich weiß nicht, ob die Bock haben, hier hochzukommen oder nicht. So wie ich die kenne, wollen die, dass wir runterkommen. Und ja. Er hat es aber bestätigt. Und ja, weil die halt viel zu faul sind, hochzukommen. Und ja, wir sehen Gott, ich habe einen neuen Hut gekauft. Ich habe aber so gedacht, komm, er hat mir auch gesagt, dass dieser Hut mir steht. Jetzt lacht er, weil er nicht Spaß. Und ja, das Wasser, ich werde euch das Wasserspiel später zeigen. Und ja, wir sehen uns dann später wieder, ne? Reason with no purpose, yeah, the stone below the surface, yeah, the calm when I get nervous, yeah, the change when I feel worthless, you incessantly question me, testing me like you know what's best for me, my destiny, necessity, really not for the rest to see, and if you think it is, well, I think that you're mistaken, you trying to backtrack on every step that I'm making, but if I said it, I meant it, yeah, I won't let you take control, Kendrick, yeah, and every time that I find us both arguing, I just wanna go and run away, I'm about to argue in, because... So, ich hoffe, euch hat Barcelona so ganz gut so gefallen. Ich habe euch gestern ja das Wasserspiel gezeigt und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Also es war verdammt schön, wenn man da live dabei ist. Und ich gehe jetzt mal hier gerade alleine in Barcelona mal ein bisschen rum, weil meine Gruppe mich wieder mal, Betonung auch wieder mal, alleine gelassen hat. Und ja, ich gucke mal, was ich jetzt hier noch so machen kann, weil in 4 Stunden heißt es wieder ab nach Deutschland. Und ja, mal gucken, was ich jetzt mal so diese 4 Stunden hier machen werde in Barcelona alleine. Und ja, machen wir mal das Beste draus und ich glaube, ich gönne jetzt mal was zu essen jetzt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder in Deutschland wieder, ne? Bis dann!